dich daran erinnern, was du dir sagen musst. Du stehst vor einem Mann. Sein dunkles, verrunzeltes Gesicht erinnert dich an altes Leder, aber auf seinem Schoß ruht eine feine Stickerei. Mit langen, eleganten Fingern hält er dir einen Geldbeutel entgegen. Ihn nehmen. Er ist schwer. Wahrscheinlich enthält er mehr Geld, als du in deinem ganzen Leben bisher verdient hast. Du bemühst dich, dir das nicht anmerken zu lassen. Du weißt, was du zu tun hast. Der Unterweltkönig nickt dir zu. Bitte wiederhole es noch einmal für mich. Du wirst unsere gemeinsame Verbündete in der Nähe der Adramühle treffen. Sie wird dir ein Bündel übergeben. Bezahle sie und bring das Bündel zum Gewölbe. Er beobachtet dich, um sicherzugehen, dass du verstanden hast, bevor er fortfährt. Meine Leute sind peinlich genau, wenn es um Sicherheit geht, aber sie werden dich passieren lassen, wenn du ihnen das Lynette zeigst. Du klopfst auf die Tasche, in der sich die markierte Münze befindet. Ja, sie ist noch da. Du verlässt das Reich von Deo, dem Mageren, und hast es durch die Enge. Vorbei an den 12 kaunenden Wachen, an der Kreuzung links oder weiter links in Richtung Schlund. Deine Hände zittern und dir fällt das Gerücht ein, von dem Via mir dir erzählt hat. Von einem Handelskapitän in der Schenke. Das Geld liegt schwer in deiner Hand. Es ist ein Risiko, aber du hast dich bereits entschieden, es einzugehen. Du näherst dich ängstlich der Schenke. Dir wird klar, dass du nicht einfach mit Deos Geldbeutel in der Hand mal reinmarschieren kannst. Du musst ihn verstecken. Zum Glück bitte die Trümmer um dich herum genügend Verstecke. Als gerade jemand hinschaust, nimmst du in einer Ecke ein paar Steine hoch und versteckst den Geldbeutel darunter. Das ist erledigt. Sobald du den Handel mit diesem Rautariade abgeschlossen hast, wirst du zurückkehren und den Geldbeutel holen. So sehr ein schlechtes Gefühl wegen der ganzen Sache scheint sich ein wenig zu legen. Als Butaro die Schenke betritt, verblasst die Erinnerung und du findest dich erneut neben seiner Leiche stehend vor. Come along now. I'll guide you through the wheel. Komm jetzt, ich begleite dich durch das Rad. Leise klirrt so die Laterne, als sie durch die zusammengeballte Essenz zieht und die verlorene Seele erntet. Ja. Ich habe Butaros Leiche in der Altstadt gefunden. Butaro versteckt die Reos Geld in einer Ecke im Schutt in der Nähe der Schenke. Ja, habe ich noch was Neues? Familienstolz? Nein. Sonst hat sich, glaube ich, nichts aktualisiert. Certainly. Ich bin hier unten aber noch nicht fertig. Also die paar Untoten, die hier rumhampeln, auch Xoti ist erkrankt. Die können mir recht wenig. Aber hier liegen dann doch noch ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Frische Stiefelabdrücke sind in dem Matsch zu sehen. Okay, hier sind Stiefelabdrücke. Was ist hier oben? Eine Art Bastion? Nein, hier geht's nur... Oh, ein Skulldrack. So, das war die Skulldrax. Da sollte ich die Madenhöhle ausschalten, bevor da Maden rausspringen, bis zum geht nicht mehr. Ja, Skulder. Also Skulder hießen sie im ersten Teil. Und hier scheint es in ein Skulldrack-Nest zu gehen. Beziehungsweise tiefer in die Graverstraße. Ob sie die Ansplitter und noch mehr Zeug, was etwas wert ist. Ja, und wir sind madenhöhenlos geworden. Okay, bevor wir da die Treppe runternehmen. Oh, Edda hat was entdeckt. Das ist nicht schlecht. Ja, da sind noch mehr Madenhöhlen hier. Das heißt, hier könnten noch Skulder sein oder Schlimmeres. Ja!
Ja, daraus spawnen Höhlenmagen. Okay, die Maden sind schon ein bisschen stark. Jedenfalls die Höhlenmaden. Also die ausgewachsenen. Indeed. Und sie droppen Maden, okay. Das ist auch wieder ein bisschen Geld. Was ist hier hinten? Ihr leuchtet. Altstadtruinen. Okay, hier unten gibt es tatsächlich mehr als man denkt. Eine Höhle führt in die Dunkelheit. Just a moment, please. There you go. Babyperlen und Gegengift, okay. Die Knochen fühlen sich warm an. Eine Essenzbatterie. Gefütterte Haube, okay. Siegel der Albträume. Okay, das Ding könnte wieder verfluchen, oder? Ja, Fluch der Albträume. Oh, Phantom und Schatten. Okay, Xoti, buffen. Warum ist Edda da oben? Erstmal die Sachen, die hier im Weg stehen, aufräumen. So, dann schnell zu Edda nach da oben. Wobei Edda bis jetzt ganz gut klarkommt. Jo. Einziger Überlebender. Wait. I'm not looking for trouble. Not more, I mean. And I've not got a weapon on you. See? Warte, ich bin nicht auf der Suche nach Ärger, nicht mehr, meine ich. Und ich habe noch nicht mal eine Waffe auf die Krete, siehst du? Hebt seine Hände in die Höhe, um zu zeigen, dass sein Schwert in der Scheide steckt. You're the first body I've bumped into in days. That's actually breathing. I mean, could it be you're delving for forgotten treasures? Same as me. Es ist nur, du bist der Erste, dem ich seit Tagen begegnet bin. Der richtige Atem, meine ich. Könnte es sein, dass du genauso wie ich nach vergessenen Schätzen suchst? Seine Stiefel sind mit Schmutz verschmiert. Seine Kleidung ist schmutzig und faltig von Tagen über mehrere Tage und sein Nacken und seine Hände sind teilweise mit Schlamm beschmiert. Sein Rucksack liegt neben seinen Füßen, der leer genug ist, um ihn sich selbst zusammengefallen zu sein. Er hält vermutlich bloß noch seine zur Neige gehenden Vorräte. Du bist Schatzjäger, nichts sagen. Du bist Schatzjäger. Genau, und erfolgreich normalerweise. Er lächelt halb ein zögerliches, verlegenes Verziehen seiner Lippen. I'm loath to admit it, but look, I'm too desperate not to. I found not a single trinket and no end to this pit since I first crawled down. I thought to follow the rivers out, but the caves are crawling with grubs. Ich gestehe es nicht gern, aber schau, ich bin zu verzweifelt, um es nicht zu tun. Ich habe nicht ein einziges Stück Tand gefunden und seit ich heruntergekrochen bin, auch kein Ende der Grube. Ich wollte den
Flüssen nach draußen folgen, aber die Höhlen wimmeln nur so von Maden. Ja, wie bist du überhaupt hier runtergekommen? Hast du nicht gedacht, dass es zu gefährlich sein könnte? Er legt den Kopf auf seine Seite, ein wissender Funke bringt seine dunklen Augen zum Leuchten. Ich würde das gleiche an dich, Freund. Nicht jeder will in seinem eigenen Bett sterben. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ich könnte dich das gleiche fragen, mein Freund. Nicht jeder sehnt sich danach, im eigenen Bett zu sterben. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Du hast keinen Weg gefunden, um hier rauszukommen, oder? Ja, was war dein Fluchtplan, als du das erste Mal die Grube betreten hast? Wie lange bist du hier unten herumgewandert? Ich hatte genug Provisionen für 2 Wochen. Ich begann zu rationieren, wenn Dinge grimm nach den ersten odd Tagen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe genug Vorräte für 2 Wochen eingepackt. Wenn die Dinge schlecht aussahen, habe ich sie eingeteilt nach den ersten paar Tagen. Ich weiß nicht weiter. Er besieht sich die zerrissenen Spitzen seiner Schuhe, als er gegen die Steine unter seinen Füßen drückt. Andres Lure seems hardly worth it now. Suppose I fell for the bait though, didn't I? Andras Köder scheint es jetzt fast nicht mehr wert zu sein. Angenommen, ich fiel auf den Köder herein, oder? Ein sangumwobener Tempel voller Schätze, wer es glaubt. Was war dein Fluchtplan, als du das erste Mal die Grube betreten hast? Ich scaled down from the cliffs, but midway, the rocks turned slick. Ich bin von den Klippen hinuntergeklettert, aber mittendrin wird der Fels so rutschig. Er kratzt an einem Flecken getrockneten Schlamms an der Seite seines Nackens. Man kann also nicht wieder hochklettern, was denn dann? Die beste Weise sind die Flüsse am Grund der Grube. Sie fließen unter den Außenbezirken hindurch, müssen also in den See münden. The trouble's been reaching the base. The western caves wind downward, but they're riddled, infested. Walking them's not been safe. Die Probleme haben die Basis erreicht. Die westlichen Höhlen winden sich nach unten, sind aber durchlöchert, verseucht. Sie zu durchlaufen war nicht sicher. Ja, ich habe die meisten Mahnen aus den westlichen Höhlen verjagt. Yes, right. It's safe to make for the rivers then. Or it's safe as it's likely to get. I'll head downward now. Ja, in Ordnung. Es ist sicher, sich dann in Richtung der Flüsse aufzumachen. Oder so sicher, wie es eben werden kann. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach unten. Mit einem Zucken hebt er seinen Rucksack zum Boden hoch. Vielleicht treffen wir uns in der Dunkelheit wieder. Er wirft dir einen besorgten Blick über die Schulter zu. If you've plans to trudge deeper north. I only glimpsed it once, but whatever nightmare lurks near the falls of the pit, it's incredibly massive and surely just as mean. Pass auf, wenn du beabsichtigst, noch tiefer im Norden vorzudringen. Ich habe es nur einmal gesehen, aber welcher Albtraum auch immer in der Nähe der Wasserfälle der Grube lauert, er ist unglaublich groß und sicherlich genauso gemein. Dann ist er weg und schreitet vorsichtig in die Dunkelheit. Gut, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Jetzt kann ich erst einmal... Achso, hier kann ich nicht mehr lang. Das heißt, das ist Sackgasse. Das heißt, ich muss hier zurück und dann da oben lang, um den Rest zu erkunden. Also ja, dieses Fitzelchen hier noch zu erkunden. Weil hier unten waren auf jeden Fall Ruinen mit Geistern. Aber ob ich hier oben nochmal Untoten... begegnen sollte. Warum ist hier ein Seelensog? Ja. Ein riesiges steines Gesicht steigt auf dem Becken empor. Flechten klammern sich in die Augenhöhlen unter seinem braun und blasses Leuchten funkelt an den Unterseiten seiner Wangen. Das Becken untersuchen. Es ist so schwer zu beurteilen, wie tief das schmutzige Wasser ist. Du kannst kaum die untergetauchten Schultern der Statue erkennen. Der Rest ist in Dunkelheit getaucht. Trotzdem funkelt ein heller Lichtflecken durch die Finsternis. Teilerfolg. Knochen liegen um das Becken herum, verteilt. Sie haben sich am Rand des Wassers angesammelt. Obwohl sie im Schlamm liegen, sind sie komplett weiß. Knochen inspizieren. Die Knochen sind alle leuchtend weiß und vollständig, ohne einen Riss oder eine Kerbe. Sie fühlen sich außerdem warm an. Du spürst, wie ein Puls durch sie schellt und ziehst ruckartig deine Hand weg. Ja, ich gehe mal weg hier. Ja, Edder. Dich hätte ich auch genommen. Oh. Alright, but
I'm keeping what's in there. Gruppe, kommt mal wieder her. Ich habe da noch eine Truhe. Das heißt, wir haben hier die Tempelruinen. Da haben wir das Suldraknis und da haben wir Altstadtruinen, die wahrscheinlich der Ausgang der zweite sein werden. Well, if you insist. Hope that helps. Absolutely. Aber ja, ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal wieder einen Cut. Bevor wir uns das Guldar-Nest ansehen. Dann die Tempelruinen und dann den Ausgang. So, das ist jetzt dann LP23, LP023. Und dann sehen wir uns gleich wieder.